Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Liebe Singles, ich habe was Neues für euch vorbereitet und ich hoffe, es gefällt euch. Ich möchte jetzt einmal schauen, ob die Liebe kommt. Und zwar relativ kurz und knackig. Ich möchte mit den Tarotkarten einfach nur eine Ja, Nein oder vielleicht Antwort haben. Das heißt, ich lege drei Karten pro Sternzeichen und dann schauen wir mal, was die Karten dazu sagen. Im Grunde genommen ist das ja die Frage, die uns Singles oder die Singles generell interessiert. Kommt die Liebe, ja oder nein? So, das ist schwierig mit den Tarotkarten, aber wir versuchen es mal. In diesem Video kommen Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze dran. Und ja, wir schauen mal. Wenn du jetzt Schütze bist und keine Lust hast, die anderen drei Sternzeichen anzugucken, guck mal bitte in der Infobox. Da ist der Link, dass du gleich zu deinem Sternzeichen vorspulen kannst. So, wir fangen aber an mit der Jungfrau. Eine Karte. Ich möchte drei Karten haben, damit wir ganz sicher sind. Nummer 2. Nummer 3 wäre mir fast auf den Boden gepurzelt und das ist eine Nakidai-Karte. Deswegen muss ich jetzt einmal kurz. Na, die geht noch, die geht auch noch und bei der muss ich was drauflegen. So, gut. Okay, wir haben die Welt, wir haben den Turm und wir haben die Sterne. Das ist eine schwierige Kombi. Wenn der Turm nicht wäre, würde ich sagen, ja, Liebe auf jeden Fall, definitiv zwei Glückskarten. Jetzt haben wir aber noch eine negative Karte dazwischen. Das heißt, ich würde schon sagen, tendenziell ja, da kommt die Liebe. Hier fühlt man sich zu Hause, man fühlt sich aufgehoben bei der Glückskarte. Ne? Das ist so eine, die Sterne, das ist eine Karte, da kann man schon in eine sehr, sehr gute Zukunft schauen. Ja, gleichzeitig jetzt der Turm in der Mitte und der Turm ist natürlich eine schwierige Karte, da fühlt man sich unwohl, da passiert was, womit man nicht gerechnet hat. Ein reinigendes Gewitter, Donner, Blitzeinschlag, ne? Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Kombi, das zu beantworten. Ich würde sagen, definitiv ja, Liebe kommt, Liebe ist auf dem Weg zu dir, aber es wird nicht einfach. Ne? Das muss ich jetzt nochmal sagen. Das kann sein, dass dich das vielleicht auch überrascht, dass du gar nicht Single bist und das hier nur aus Spaß guckst, ne? Und dann irgendwie plötzlich, wie vom Donner getroffen, dich verliebst. Dass das irgendwie plötzlich in dein Leben tritt und du hast damit gar nicht gerechnet, ne? Sowas zum Beispiel. Da würde ich tatsächlich sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen unangenehm fühlen. Oder du verliebst dich in jemanden. Oh, jetzt rede ich wieder so schnell, weil ich aufgeregt bin. Du verliebst dich in jemanden, in den du es gar nicht gedacht hättest. Vielleicht einen Arbeitskollegen, den du gar nicht leiden kannst. Sowas zum Beispiel. Auch das könnte hier der Turm anzeigen, ne? So, wir machen weiter. Ich gucke jetzt mal, was die Waage sagt zum Thema Liebe oder beziehungsweise was die Karten für das Sternzeichen Waage bereithalten. Kommt die Liebe? Ja, nein. So, ein bisschen die Karten mischen. Nummer 2, Nummer 3, gut. Oh. Ich muss leider immer diese Karten, wo nackte Menschen drauf sind, die muss ich leider einmal verdecken, weil sonst kriege ich hier Ärger. So, wir haben hier auf der einen Seite die Sterne und wir haben König der Schwerter und vier Schwerter. Sterne habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Absolute Glückskarte, schöne Zukunft, in die du schon so reinsehen kannst. Auf dieser Karte ist ein Storch. Was das bedeutet im Thema Liebe, wissen wir alle. Und dementsprechend die Sterne könnte so eine Aussicht sein auf eine sehr, sehr glückliche Zukunft im Thema Liebe. Ne? Vier Schwerter, da bewegt sich nichts. Da ist ein gewisser Stillstand drin. Das heißt, hier wird tatsächlich doch, doch, generell würde ich sagen, ja, da kommt die Liebe, definitives Ja, aber es dauert noch ein bisschen. Ne, dauert noch ein bisschen, da bewegt sich jetzt noch nichts, aber bald. König der Schwerter, ich würde an deiner Stelle nach einem rationalen Mann schauen, ein sehr kluger Mann, ein Mann, der vielleicht auch nicht so gut mit seinen Gefühlen im Kontakt ist, aber dafür einen sehr, sehr schlauen Kopf hat. Ne? König der Schwerter ist manchmal ein bisschen kühl, häufig assoziiert mit den Sternzeichen aus dem Element Luft. Ne? Von daher, auf sowas würde ich mich hier einstellen. Das könnte hier tatsächlich sehr gut auf dich zukommen. Aber wahrscheinlich nicht jetzt, wahrscheinlich nicht morgen, aber dann würde ich schon mal gucken. So, okay, das war spannend. So, nächstes Sternzeichen, Skorpion. Kommt die Liebe, ja oder nein?
Ding, erste Karte, Herrscher. Ich brauche noch zwei weitere, um ganz sicher zu gehen. König der Stäbe. Und fünf Münzen. Ich würde sagen, die Liebe kommt, ja, aber. Ja, aber die ist nicht schön. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick irgendwie doof an, aber es ist hier irgendwie sehr schwierig. Ich habe hier zwei verschiedene Männer liegen. Ich habe einen Herrscher und ich habe einen König der Stäbe. Beide sind sehr dominant. Beide sind sehr autoritär. Ich habe das Gefühl, du hast ein Beuteschema. Gleichzeitig viel Leidenschaft. Hier, der hier hat viel Leidenschaft. Er ist ein bisschen unterkühlt, aber wir wissen jetzt nicht so genau, wer von den beiden dein Herzensmensch ist, beziehungsweise es wirkt so ein bisschen, als ob beide in deinem Leben treten, vielleicht auch kurz hintereinander, vielleicht gleichzeitig, weiß ich nicht. Aber das Ding ist halt, ich sehe, dass sie dir nicht das geben, was du brauchst. Das kann sich auf den ersten Moment, gerade König der Stäbe, ist ein sehr spannender Partner, ein sehr spannender Mann, leidenschaftlich, Komplimente ohne Ende, heiß, leidenschaftlich. Er ist jemand mit sehr breiten Schultern, also wirklich jemand, der Sicherheit gibt, bei dem man sich anlehnen kann. Und von daher, die beiden haben schon ihre positiven Sachen an sich, die man wirklich durchaus attraktiv finden kann. Das Problem ist aber, du hast hier trotzdem eine Armutskarte. Das heißt, sie werden dir nicht das geben, was du brauchst. Ich weiß nicht, keine Ahnung, starke Frauen sind jetzt nicht so, dass sie sich einen starken Mann suchen, ne? Oder beziehungsweise, wenn man sich selber Halt geben kann, dann braucht man keinen Partner, der einem Halt gibt. Das kann sein, dass du hier auf sowas, was die beiden mitbringen, dass du darauf gar nicht stehst. Dass du sagst, nö, also das sind jetzt Attribute, ja, finden andere Frauen vielleicht total klasse, aber ich jetzt nicht, ne? Wenn du ein Mann bist, ne, denk dir das bitte entsprechend um. Auch wenn du eine homosexuelle Beziehung hast, denk dir das entsprechend um. Aber es wirkt hier so, als ob diese Personen, die du da kennenlernst und die sind, ich sehe da jetzt keine Liebe. Es ist eher so Leidenschaft. Vielleicht ist es auch was Kurzes, kurze Affäre, sowas in der Art sehe ich da eher. Es könnte Potenzial auf Liebe haben, wenn sie deine Bedürfnisse erfüllen. Ja? Von daher definitives Ja, aber. So, letztes Sternzeichen für dieses Video, Schütze. Die war extrem dominant. Auch hier drei Karten und wir schauen, ja, nein, vielleicht. Eine brauchen wir noch. Gut, dann sind es jetzt vier. Schütze scheint es kompliziert zu machen. Oh, nee. Ja, Liebe kommt, aber. So, das ist auch wieder so ein Thema. Ja, aber. Gut, wir haben hier jemanden, der berührt dein Herz und das ist tatsächlich so eine Willkommensfreude. Das ist wirklich jemand, den man mit weit offenen Armen begrüßt. König der Schwerter. So, wie er jetzt dazu steht, weiß ich nicht. Er ist hier zusätzlich rausgefallen. Ich würde sagen, tatsächlich, ja, hier ist die Liebe für dich bereit. Aber, jetzt kommt das große Aber und der Strich mit drei Ausrufezeichen tut dir nicht gut. Ist kein guter Mensch. Wir haben hier einmal die Blenderkarte. Wir haben hier einmal die Betrugskarte. Das heißt, er will dich manipulieren. Er will was von dir wegnehmen. Er wird dich blenden. Er wird dir irgendwelchen Scheiß erzählen, auf gut Deutsch, damit du mit ihm zusammen eine Beziehung hast oder beziehungsweise, dass du ihm das gibst, was er will. Aber er wird so tun, als ob er dein Seelenverwandter ist. So, ja. Liebe ist da. Definitives Ja, ist aber nicht schön. Ist kein guter Mensch. König der Schwerter steht ein bisschen im Abseits. König der Schwerter ist nicht dieser Mensch, das kann ich dir sagen. König der Schwerter legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Es kann sein, dass das jemand in deinem Umkreis ist, der dich dafür kritisiert, dass du das hier mit dir machen lässt. Ja, das ist vielleicht auch ein Bruder oder Arbeitskollege, Vater, bester Freund. Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Kann auch die beste Freundin sein. Es ist immer ein Gegenüber. Der das kritisiert und kühl gegen den hier schießt, gegen diesen Menschen, den du da kennenlernst, ja? Und dann würde ich bitte auf ihn hören, weil König der Schwerter hat den Durchblick, du nicht, du bist rosa-rote Brille etc. Und du wirst auch viel zu viel getäuscht, als dass du da den Durchblick hättest oder haben kannst, ja? Das ist eine ganz, ja, das ist die Nachricht, die ich leider so für dich jetzt gerade im Petto habe. Definitiv ja, Liebe, aber das würde ich von meiner Persönlichkeit her nicht mitmachen. So, aber das darfst du selber entscheiden. Okay, ich hoffe, das war spannend. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr weiter so knackige, eindeutige Sachen haben wollt. Das ist für mich jetzt einmal ein Experiment. Es wäre cool, wenn ihr mir Feedback gebt. Das wäre wirklich fantastisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.